So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Ich bin gerade am Essen machen in der Küche. Gleichzeitig, während das im Ofen ist, wollte ich mal fix ein paar Sachen unboxen. Der ganze Flur steht nämlich voll. Da sind immer noch 7 oder 8 Päckchen. Ich habe jetzt mir einfach mal 3 Stück genommen, weil die relativ gleich aussehen. Alles von Amazon und alles in so einem komischen Papp zum Aufreißen. Werden wir mal die 3 Sachen aufmachen. Bei manchen weiß ich ja, dass das Sachen von der Wunschliste sein müssen. Aber es wurde so viel bestellt in letzter Zeit, querbunt durcheinander, dass ich da gar keinen Überblick habe. Wir machen also fix mal das erste auf. Schauen hier rein, haben da auch Zettel dabei. Bei einer Person weiß ich, dass ich nichts vorlesen darf oder soll. Die möchte unerkannt bleiben. Ich weiß aber natürlich nicht, welches was ist. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Zettelchen, ein Geschenk von Jennifer Brohn. Viel Spaß bei diesen lecker scharfen Soßen von Jennifer Brohn. Wir haben nämlich ein Video vom Zangel geschaut und der Zangel hat Soßen getestet, 7 Tage, 7 Soßen sozusagen. Und da waren etliche dabei, die sehr gut ausgesehen haben, die mir auch richtig gut gefallen haben. Von seiner Bewertung her hat mich das komplett überzeugt, dass ich dachte, ich packe die mal auf meine Liste und wir haben uns jetzt ein paar davon geholt. Wir haben zum Beispiel diese hier, kann ich mich gar nicht erinnern, hat der Zangel die getestet, Vicious Viper Soße. Ist Vicious Viper nicht die, die er auch immer so vor Ort hat? Vicious Viper, C.A. John's Vicious Viper, Hot Sauce, Hot Sauce, Hot Sauce, alles überall drauf. Ich sehe schon wieder was mit Habanero-Chilis und anderen Sachen. Ist ja auch was Deutsches. Als Soße zu verwenden, ganz wichtig. Zutaten: Essig, Habanero-Chili, Chili-Extrakt, Tomatensenf, Papaya, Guave, Ananas, Banane, Wasser, Zucker, Maracuja. Sehr scharf, nicht unverdünnt verwenden, von Kindern fernhalten. Also die darfst du nicht so essen und hat hier auch einen extrem brutalen Spice-Level. Warum habe ich die auf die Dings gepackt? Ich weiß es nicht. Ich will doch nicht so brutale Sachen, die halten sich immer so ewig. Das ist also eine mega brutale, scharfe, heftige Kacksoße. Wahrscheinlich war das, weil er die bei der Schärfe am meisten gegeben hat, aber auch Geschmack am meisten gegeben hat und Konsistenz, dass das eine der bestbewertendsten Soßen war, die er hatte. Tun wir mal das auch weg, das zweite, gucken wir hier, ach so, ja. War da jetzt noch was drin? Ich weiß es nicht. Wenn das auch zu den Soßen gehört, müssen wir hier, Digga, wie geht das auf? Das geht nicht auf. Doch, es geht auf. Adi hat keine Zeit, hat er gesagt. Ich dachte, Adi macht mit, aber Adi macht nicht mit. So, das tun wir mal hier rein. Und hier haben wir die gute Fuego Hot Jalapeno Sauce. Und die ist genial, weil das ist wie Tabasco, nur ein bisschen schärfer. Und da habe ich letztens schon mal eine gehabt, die Fuego Extra Hot Jalapeno Sauce. Und die fand ich richtig stark, richtig genial. Die ging auch richtig schnell leer. Als Würze für Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Das ist aber die Hot Jalapeno und nicht die Extra Hot Jalapeno. Deswegen ist die grün und nicht rot. Dürfte eine etwas mildere Variante sein, aber trotzdem sicherlich genauso köstlich. Fuego, kennt ihr die Marke? Hier ist der Kaktus drauf. Da habe ich irgendwie hingeschrieben, 5 benötige ich, weil ich dachte, wenn einer die kauft, ist sie direkt weg. Aber das ist so eine Soße, die geht immer mal wieder. Wenn jedes halbe Jahr man so eine Soße kriegt, dann ist das gut. Wusste ich ja nicht, dass manche auf die Idee kommen, gleich 10-mal die gleiche Soße mit einmal zu bestellen. Aber ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen in die Richtung gegangen. Hier aber nämlich drin wieder so eine komische Folie, wie wir sie eben schon hatten, wo ich wieder keine Ahnung habe, wie die aufgeht. So, ziehen wir mal hier oben das auf. Alter Schweizer. Meine End of Sanity Soße ist auch bald leer. An sich könnte man sagen, ja, die kann man nochmal nehmen. Auf der anderen Seite, ich habe echt zu kämpfen gehabt mit der immer. Und sobald du dir einmal ein bisschen zu viel drauf machst, hast du halt gleich die Probleme wieder. Die ist halt trotzdem richtig stark, auch wenn die eigentlich nur 200.000 Scoville hat oder 250.000. Das ist dieselbe nochmal wie eben, die Fuego Hot Jalapeno Sauce. Also das ist die zweite, die wir jetzt gefunden haben davon. Vor allem ist das trotzdem auch eine riesengroße, mega brutale Flasche.
wenn ich mal gucke, die ist günstiger als Tabasco, glaube ich. Aber es ist viel mehr drin als bei Tabasco. Dürfte aber sogar auch günstiger sein als Tabasco. Also da würde ich das dem Tabasco immer vorziehen, wenn ich das so sehe. Hier haben wir noch eine Soße. Das ist... die Shania, guck dir das an. Nun, hier haben wir das dritte Mal die Fuego Hot Jalapeno Sauce. Wieder die grüne. Da ist glaube ich auch noch ein Zettel drin. Und was steht hier? Ein Geschenk von Jennifer Brohn. Doppelt hält besser von Jennifer Brohn. Und ein Geschenk von Jennifer Brohn. Viel Spaß mit der leckeren Soße von Jennifer Brohn. Wir haben jetzt also dreimal diese Hot Jalapeno Sauce plus die Vicious Viper. Die muss man trotzdem auch testen. Ich weiß auch noch nicht, wie die schmeckt. Ich kenne nur die extra Hot. Die müssen wir auch testen. Das war's aber jetzt erstmal kurz damit. Ich habe noch zwei quadratische Pakete und ein größeres. Das müssen wir auch machen, aber das sind zwei extra Videos. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Jennifer. Ich finde die Soßen richtig genial jetzt schon und bin mal gespannt, wie die schmeckt, weil der Zangel die so gehypt hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.